Es ist so lustig, wie der Kopf von dem Kostüm wackelt. Aber sieht trotzdem komisch aus. Ich will nur nicht die ganze Zeit rumlaufen. Für Vroni muss ich das jetzt machen. Weil Vroni wieder so übergroßzügig gewesen ist. So, mal gucken, ob er noch einen Zwischenspeicher gemacht hat oder ob ich wieder jetzt alles von vorne machen muss. Das wäre heftig, ne, wenn es keine automatische Speicherfunktion gäbe. Bin mal gespannt, ob der Hotfix da was ändern wird. Ryan, ich bin da jetzt ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtig optimistisch, weil, wie ich ja bereits gesagt habe, seit dem Vanellope-Update habe ich ja mit zunehmenden Spielabstürzen zu kämpfen. Zunehmend. Das bedeutet, seit Vanellope-Update, mit jedem Update werden es mehr Probleme. Das heißt, ich bin eigentlich gar nicht mehr optimistisch, was die Hotfixes angeht. Also wirklich gar nicht mehr optimistisch. Es ist einfach nur noch mit Problemen behaftet und so. Solange ich es noch spielen kann. Solange ich noch spielen kann und es einigermaßen so geht, dass ich nicht alle 20 Minuten neu starten muss, bin ich trotzdem noch dabei, weil ich einfach dieses Spiel gerne spiele. Aber um es jetzt nochmal deutlich zu sagen, Gameloft, fix your shit. Entschuldigung, muss man auch mal ein bisschen Klartext reden, ne? So. Jetzt muss ich mir nochmal jemanden mitnehmen, den ich leveln muss. Nehmen wir am besten Mike immer nochmal mit, ne? Gehen wir einfach wieder zu ihm. Ach so, warte mal. Hä? Pflanze, gieße und ernte Mutter Gotels Kräuter nach 20 Minuten. Ich habe sie nicht mehr im Inventar. Willst du mich jetzt verarschen? Ich gehe mal gleich gucken, ob die Dinger, die ich gepflanzt habe, immer noch gepflanzt geblieben sind. Sonst habe ich ein Problem. Weil normalerweise, als ich es hier gepflanzt habe, stand da was anderes. Da stand ja eben nach. Miesepeter, hier Es würde stand ich irgendwie gern zum anders da, Lachen glaube ich. bringen. Ja, Franzi, ich weiß, was du meinst, aber ich dachte eigentlich, da würde stehen, da wäre was anderes gestanden, als ich sie eingepflanzt habe. Bin mir nicht sicher. Tobias, 23 Monate. Dankeschön. Danke. Kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe mich gerade wieder über das Spiel aufgeregt. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. 23 Monate. Krass. Danke. Ich bilde mir ein, da stand das gleich. Okay, alles klar. Nee, vorhin war da irgendwie so ein längerer Text, dachte ich. Oder ist das was, eine Anzeigefehler? Vielleicht irre ich mich auch. Entschuldigung. Habe ich falsch gemacht. Soll ich das eigentlich machen? Live XYZ. Dankeschön für den Follow. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt nochmal machen soll, um zu riskieren. Warte mal, ich speichere jetzt vorher kurz. Ich riskiere damit, dass ich das Spiel nochmal abstürze, aber ich will halt schon gern wissen, wie das in nächster Form aussieht. Sei gegrüßt, Nachbar. Freundlich. Jetzt nicht wieder abbrechen, Spiel. Ich kann wohl nicht angehen, dass das Ding hier dadurch kaputt geht. Ich hoffe, du hast einen lukrativen Schweingehakt. Tag. Okay. Ja, hat sich nicht wirklich viel geändert. Außer, dass die Blumen, die vorher drin gewesen sind, einfach jetzt weg sind. Blumenlimit. Also, man kann die halt wirklich jetzt rausnehmen, die Blumen. Das finde ich natürlich auch geil. So, die nächste Stufe werde ich mir aber nicht kaufen können. So viel Geld habe ich gerade nicht auf Tash. Deswegen lassen wir das erstmal. Aber gut, dann haben wir wenigstens ein Stück weitergemacht. Okay. Was hat es mit Daisy auf sich? Also. Was gibt's Neues? Oh, hallo. Ja, erstmal ganz kurz mit ihr normal quatschen, um unsere Beziehung zu stärken, ne? Also, Daisy, ich möchte dir nochmal nahelegen, du solltest dir unbedingt mal eine Hose anziehen. Das kann ja aber nicht angehen, dass wir die ganze Zeit hier unter deinen Bürzel gucken können. So, was war jetzt hier? Was ist die heutige Herausforderung? Ich finde, bei deinem nächsten Entwurf solltest du Folgendes verwenden. Hüte, Betten, Schlafzimmer, blau, vertraut und nobel. Ich sollte in meinem Schlafzimmer, in meinem Bett einen Hut tragen. Dabei müsste ich total blau sein, also ich muss mich erstmal besaufen. Ja, muss eine vertraute Atmosphäre sein, also das heißt, vielleicht sollte man nicht mit einem Fremden ins Bett gehen, sondern eher jemanden, den wir kennen. Und es muss niemand Nobles sein, also das heißt, wir sollen uns hochschlafen. Irgendwas, ne, von wegen
im Job ein bisschen hervorstechen und so, ne? Groß rauskommen oder sowas. Also, das heißt, wir müssen besoffen mit unserem Vorgesetzten in unser Schlafzimmer gehen, uns ins Bett legen und einen Hut tragen. Das ist unsere Aufgabe. Hast du schon mal über eine Designkarriere nachgedacht? Du hast und das muss ich jetzt hier hin platzieren, oder wie war das? Ich muss mal kurz gucken, ob ich das richtig... Wir können jetzt rausfinden, ob wir das richtig verstanden haben. Übrigens könnt ihr immer noch abstimmen, Leute. Wie sieht es denn momentan mit der Abstimmung aus? Oh! Es ist sehr unentschieden. Aber Leute, ey, viel mehr abstimmen könnt ihr. Das ist ganz, ganz wenig. Leute, stimmt ab. Wer spielt die Hauptrolle in unserem selbsterdachten Disney-Film? Das müsst ihr jetzt noch abstimmen, Leute. Entweder Ursula, Olaf, Ariel, Simba oder Stitch. Aktuell ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ursula und Stitch. Aber auch die anderen könnten noch Chance haben, weil so viel wurde nicht abgestimmt. Also, ihr könnt noch echt ordentlich abstimmen. So, also. Ich trage einen Hut. Das ist ja schon mal gut. Haha. Verstanden? Ist gut. Das heißt, wir können jetzt eigentlich hingehen und das Ding hier, bearbeiten. Dann hätten wir das jetzt schon gemacht, oder? So. Na, der Hut fehlt halt noch. Aber Schlafzimmerbetten müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Das können wir jetzt eigentlich auch mal ganz kurz probieren, ob das funktioniert. Moment. Also, Moment. Betten. Da können wir den Filter setzen. In Bleu. Wobei, muss ja nicht unbedingt, ne? Das Bett muss, glaube ich, nicht unbedingt blau sein. Aber ich mache es jetzt einfach mal. Vertraut und nobel haben wir ja schon. Deswegen mache ich jetzt einfach Bett in Blau. Mal gucken, ob wir eins finden. Hier. Ein Palettenbett. Palette Blue. So, warum sollte man sich hier eigentlich hinlegen? Weil es so anstrengend ist. Ach, das ist für die Männer, die mit der Frau zum Shoppen gehen. Ist für die Männer so ein bisschen anstrengend und dann legen die sich einfach kurz schlafen, während die Frau sich immer noch nicht entscheiden kann, was sie kauft. So wird es wahrscheinlich sein, ne? So, jetzt haben wir blau, Betten und jetzt fehlt nur noch ein Hut. So. Da müssen wir diesem Outfit hier noch einen Hut spendieren. Was haben wir denn für schöne Hüte? Den da. Sollen wir das so machen? Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, scheint alles da zu sein. Habe ich an alles richtig... Dann scheint es ja richtig verstanden zu haben, oder? Tolle Abstimmung. Toll. Jetzt sind wir bei Uschi und Stitch. Die beiden spielen die Hauptrolle. Okay, ja, wenn ihr so wollt. Dann spielen halt Uschi und Stitch die Hauptrolle in unserem nächsten Disney-Film. Es ist, glaube ich, so ein Paar, mit dem man nie gerechnet hätte, dass sie zusammen irgendwie eine Rolle spielen, oder? Okay. Aber gut, dann habe ich das jetzt auf jeden Fall schon mal richtig gemacht. Jetzt kann ich mit Daisy reden und sie fragen, ob das auch genauso ist, wie sie wollte. So ein Bett mit zwei hässlichen... Ich brauche unbedingt neueste Infos zu diesen Schurken. So. Bei solchen Stories habe ich immer den richtigen Riecher. Du hast es geschafft. Hier ist deine Belohnung. 100 Daisy-Münzen. So, wo kann ich die jetzt einlösen? Das würde ich gerne mal wissen. Kann ich deinen Laden sehen? Genau. Kleidung? Ah, aber das sind doch... Hä? Ach, das sind einfach nur die Rohlinge sozusagen, um sie selbst zu kreieren, habe ich das richtig verstanden. Das heißt, die kann ich dann wiederum nutzen, um sie zu bearbeiten. Die sind zum Gestalten. Ach so. Ich dachte, ich kriege da jetzt voll die geilen Outfits. Da muss ich auch noch was tun. Es ist ja anstrengend. Wie sieht es bei den Möbeln aus? Das wird genau das gleiche sein, ne? Ich habe eine eigene Trophäe kreiert. Fernseher halt, ne? Da könnte ich meine eigene... Da könnte ich einen Toffee-Schriftzug reinmachen. Boah, das wäre schon cool, ne? Das wäre schon geil, ne? Aber gut. Ich spare erstmal die Münzen. Wir müssen ja nicht sofort ausgeben. Irgendwann, ich bin ja nicht so der Design-Mensch. Irgendwann mache ich das mal mehr, ne? Guck mal, das ist jetzt wahrscheinlich für Leute, die halt eben zum... Öffnen wir diese Auslage mit 20.000. Willst du mich verarschen? Ich dachte, das ist eher für die Leute, die mich zu Besuch, bei mir zu Besuch kommen.
und die dann was ausstellen können. Am Arsch, ich muss auch noch Geld dafür Alter, 20.000 pro Ding? Oder kostet es teilweise sogar mehr? Wahrscheinlich kostet es, wenn ich einmal eins bezahlt habe, kostet das nächste dann auch schon wieder noch mehr als 20.000 wahrscheinlich, ne? Oh Gott, ey. Ich glaube, ich sollte langsam wirklich mal wieder Geld farmen gehen. Ah, guck, siehst du, jetzt ist die Schrift. So sah das nämlich vorhin aus mit Mutter Gothels Aufgabe. Deswegen war ich irritiert. So sah das vorhin aus. Könnt ihr das sehen? Das ist jetzt anders als die andere Anzeige. Deswegen war ich irritiert und gedacht, oh Scheiße, hat es da nicht richtig geklappt oder so. So. Und jetzt kommt ihr. Hast du denn nicht richtig geguckt, Kaffee, ne? Kostet, glaube ich, mehr hier. Oh Gott. 20.000 ist doch schon Heidengeld, ey. So, warte. Nee, falscher Knopf. Wir gehen wieder rüber. Denn wir müssen jetzt Muras Zeug holen. Ich glaube, 20 Minuten sind bestimmt schon rum, oder? Müsste. Und was reimt sich auf müsste? Zyste. Ich hoffe, die Tasche leer. Oh, stimmt, du hast recht. Wobei, geht gerade noch so. Zählt das, dass es gerade noch so geht? Ich probiere es. Ich bin heute risky unterwegs. Ich probiere das jetzt einfach aus. Obwohl ich keine Ahnung habe, ob es klappt. Ich bin heute so richtiger. No risk, no fun ist mein Motto. Versteht ihr? Richtig hardcore. Ich bin so richtig hartgesottener. Ich weiß nur nie ganz genau immer, wo ich eigentlich mein Zeug aufgebaut habe oder wo ich eigentlich hin muss. Ich kann mir das einfach nicht merken. Jetzt bin ich falsch gelaufen. Ich finde das so total verwirrend hier, die ganzen grünen Dings da. Bei der Wüste habe ich deutlich mehr, was überhaupt keinen Sinn macht, aber bei der Wüste habe ich deutlich mehr Übersicht als hier bei diesem ganzen, hier laufe ich auch schon wieder falsch, bei dem ganzen Dschungelgedönsnis. Ich verlaufe mich da ständig. So. Und von hier aus dann... Ich muss ja hier hin. Hier oben. Also, sie geht hier hin. Und dann ist hier. Vergiss Mike nicht. Ja, der kommt doch immer mit. Gelüste. Ich dachte, irgendeiner von euch schreibt jetzt Brüste. Genau, hier lang. So. Aber ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Keiner von euch möchte Brüste schreiben. Verstehe ich auch, ne? Man muss ja nicht immer über Brüste schreiben. Heute nicht am Muttertag, ne? Mutter und Brüste, das passt ja auch nicht zusammen, ne? So, über sowas sollte man hier heute nicht reden. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Natürlich passt das zusammen. Hä? Die habe ich doch direkt dann... Ah, ich wollte es gerade sagen, habe ich die direkt danach gepflanzt. Habe ich jetzt genau 20 Minuten abgepasst? Boah, ich bin gut. So, koche die Rezepte von Mutter Gothel. Mutter Gothel Suppe und Mutter Gothels Tee. Da gehen wir nach Hause, dann kann ich auch mein Inventar leeren. Dann schauen wir. Zur Not klicke den Baum an, der dort ist, beziehungsweise in der Nähe. Was hat man davon, wenn man den Baum anklickt? Ich wusste gar nicht, dass man auch Bäume anklicken kann. Was bringt das? Also jetzt wirklich ein großes Interesse, weil ich habe das noch nie gemacht. Bitte hier nicht auf meine Lagerungsmöglichkeiten achten. Die sind total wild und komisch. Das ist leider so. Ich kann nichts ändern. Ich bin ein wilder Mensch. Ich bin so ein ganz wildes Kaliber. Moment. Das ist wie bei Charakteren. Echt jetzt? Dass man Bäume anklickt? Echt jetzt? Hat die einen Baum angeklickt? Warte mal, ich klicke mal einen Baum an. Das geht doch gar nicht, oder? Man kann hier gar keinen Baum anklicken. Wenn du sie auf der Karte... Ach so, auf der Karte anklicken. Ach so. Ach, hier so ein Baum. Ach, um ihn dann zu markieren. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, Entschuldigung. Ich stand auf dem Schlauch. Entschuldigung, war mein Fehler. Jenny, hallo an dich auf jeden Fall. Ich stand auf dem Schlauch. So, jetzt müssen wir die Suppe machen und den Tee. Das können wir... Ach, hier draußen habe ich gar keins. Ja, ich habe nur eine Werkbank. Ich dachte, ich hatte hier draußen auch noch so ein Kochgedönses. Hier, dann gehen wir wieder rein. Ich bin heute irgendwie nicht auf der Höhe. Der Muttertag macht mich wahnsinnig.
Muttergurtelsuppe. Aber guck mal, das ist jetzt, passt auch wirklich alles zu Muttergurtel. Sieht ein bisschen aus wie. Wie Vanille. Himbeerwackelpudding mit Vanillesoße, oder? Es hat ein bisschen was davon, finde ich. Am Strand kannst du doch kochen. Ja, ja, ich weiß, aber war jetzt der gleiche Weg, ob ich jetzt zum Strand gehe oder zu Hause. So, und das hier ist. Also ein lila Tee halt. Wie heißt der? Lilitee. So habe ich ihn jetzt getauft. Prinzessin Lilitee. Bring die Suppe und den Tee zu Rapunzel. Mach ich. Dann laufen wir mal. Wo ist sie denn, die Rapunzel? Meistens rennen sie einem ja auch irgendwie schon entgegen, wenn sie irgendwas von uns haben wollen. Beziehungsweise wenn sie wissen, dass sie was kriegen. So. Wenn ich Durst hätte, richtigen Durst, dann sollte ich auch nicht sowas schiffen wie Cola trinken, sondern richtiges Wasser, Mann. So. Dann können wir die Quest jetzt endlich mal abschließen oder beziehungsweise weitermachen. Ich weiß gar nicht, ob die dann abgeschlossen Hallo, ist. Hallo, hier drüben. Ich habe ein neues Abenteuer für uns. Wackelpudding und Lilitee. Oh, wow, Toffi, dieser Tee, diese Suppe. Oh, sie sehen genauso aus, wie die Mutter früher immer gemacht hat. Ich bin so gespannt darauf, sie zu probieren. Vielen Dank dafür. Jo. Bon Appetit. Oh. Mal sehen, ob sie so gut schmeckt wie die von Mutter. Besser. Huh? Sie war nicht so gut wie die von... Was soll das denn heißen? Ich habe sie mit sehr viel Liebe gemacht, ja? Ich habe extra nicht reingespuckt, was ich sonst immer mache. Aber heute mal nicht, weil du es bist. Sie waren so viel besser. Ach so, ich wollte es gerade sagen. Sie schmecken vielleicht besser, aber haben sie geholfen? Denkst du, du kannst singen? Das Kratzen in meinem Hals lässt nach, aber komm doch später wieder, um sicher zu gehen. Wenn Mutter die für mich machte, dauerte es immer etwa 15 Minuten, bis die Wirkung einsetzt. 20 Minuten warten, bis das Ding fertig ist, 15 Minuten warten, bis ihr Hals da ist. Also, ja, ist gut. Kein Problem. Vielleicht helfe ich Yves und Gaston, während ich warte. Ich unterhalte mich so gern mit dir. Lass Rapunzel... Ach, 5 Minuten, ich dachte 15. Das Spiel weiß auch nicht, was es will, wa? Okay, dann gehen wir zu Gaston. Niemand rennt wie Gaston. Ist geschwind wie Gaston. Ist irgendwo auf dieser Karte, wo ich ihn nicht finde, der Gaston. Ja, ich laufe ganz hemmungslos durch die Gegend. Was für ein Kerl, der Gaston. Wenn ihr euch wundert, warum ich immer auf die Karte gucke, obwohl dieses komische Lichtchen da ist. Das Lichtchen ist immer zu langsam und manchmal funktioniert es auch nicht richtig, habe ich das Gefühl. Luna, wir müssen reden! Ah, Toffi, hat dich die Hitze in den Dünen überwältigt? Bist du gekommen, um im Schatten meines enormen Bizeps Schutz zu suchen? Ich bin eigentlich gekommen, um mir absolut volle Kanne auf die Schuhe zu kotzen bei deinen Sprüchen. Ja, aber ja, ich versuche mich zusammenzureißen. Oh, soll ich etwas heben oder vielleicht mit einer gefährlichen Kreatur ringen? Nicht ganz, aber nah dran. Du musst dich auf etwas stellen und so schwer wie möglich sein, um eine Falltür auszulösen. Hier, sieh dir das Bild mal an. Ich versuche, diese Falltür in den alten Ruinen zu öffnen, damit ich... Stopp! Mehr ist nicht nötig. Du brauchst jemanden, der heldenhaft posiert. Und ich bin ein Held, der hervorragend posieren kann. Es gibt nur ein Problem. Ohne ein ordentliches Frühstück bin ich nicht in Bestform. Ist das eine Art, mich dazu zu bringen, dir ein Frühstück zu machen? Wahrscheinlich, ne? Muss ich mich jetzt auch noch um Gastons Eier kümmern? Liebe Disney-Leute, ne? Das ist ein Disney-Spiel. Wir wollen uns nicht mit Gastons Eiern beschäftigen. Nun, du bittest mich, dir zu helfen, Toffi. Heldentum ist harte Arbeit. Du kannst nicht erwarten, dass ich das mit leerem Magen mache. Für ein richtig sättigendes Frühstück musst du natürlich mehr tun, als nur ein paar Croissants zu backen. Ich habe in den Dünen ein interessantes Rezept gefunden. Es scheint, als hätte die uralte Zivilisation, die hier lebte, ein ziemlich beeindruckendes Rezept gehabt. Einfach Lisch, hallo. Ein Omelette aus purem Gold. Siehst du, ich muss mich um
Gastons goldene Eier kümmern. Pah! Klingt schwer zu machen. Das klingt wie ein Rezept für Verdauungsstörungen. Ja, dann würde ich sie mir aber auch machen. Ganz ehrlich, das würde ich sehen. Gaston mit Dünnschiss. Das ist es mir wert. Es gibt keinen besseren Magen als den von Gaston. Meiner wird das schnell erledigen. Wie geht's? Das Rezept erfordert goldene Zutaten. Ich habe keinen davon auf der Insel gesehen. Aber wenn sie aus Gold sind, hat der Täuschungszauberer sie vielleicht in seinem Tresor gesammelt. Stimmt. Ich schaue in der Wunderhöhle nach. Na dann. Schauen wir mal. So, und wir haben uns jetzt mittlerweile entschieden, dass wir ja Uschi und Stitch in unserer Geschichte, in unserem neuen Disney-Film als Hauptrollen haben wollen. Wie soll denn der Film eigentlich heißen? Uschi und Stitch? Das wäre so eine Anspielung auf Lilo und Stitch. Oder Stitch bin ich nicht so an, sagt die Uschi. Oder Stitch und weg. Uschi mit der geilen Augenbraue. Wie könnte der Film heißen? Wir wissen noch nicht mal, worum es geht, ne? Vielleicht sollten wir noch nicht einen Titel suchen, sondern eher den Plot, um den es geht. Was soll Uschi denn mit Stitch zu tun haben? Das ist jetzt die große Frage. Wie könnte man die beiden in Zusammenhang bringen? Dass Uschi vielleicht Stitch aufnehmen möchte? Jana, hallo. Blaues Wesen ganz groß. Oh, das klingt süß. Das klingt fast zu süß für mich. Weil ich bin ja so ein Typ, der eher Schwachsinn schreibt. Das ist sogar wirklich so ein Film, der wirklich rauskommen könnte, weißt du? Uschi lässt die Glocken bimmeln. Können wir gleich noch ein Porno draus machen? Oh Gott. Leute, das wird jetzt ganz, ganz schlimm. Wie geht's euch so? Jana, uns geht's hoffentlich allen gut. Mir geht's auf jeden Fall wieder zu gut, denn ich habe rausgefunden, dass wir in unserem Disney-Film Stitch und Uschi verewigen werden. Die sollen die Hauptrollen spielen. Jetzt müssen wir uns noch einen schönen Plot ausdenken. Also ich finde, was gut wäre, ist, wenn Uschi Stitch aufnehmen müsste. Versteht ihr? Adoptieren müsste. So, wir suchen übrigens gerade... Achso. Achso, ich muss erstmal das Ding hier. Ich dachte, ich muss hier jetzt hier reingehen. Klingt gut. Okay, warte mal. Also. Goldene Eier. Edelsteinkäse. Altes Wildfleisch. Goldene Milch und goldene Paprika. Der Edelsteinkäse, das klingt irgendwie absolut widerlich. Das muss ich jetzt alles hier finden, oder was? Ich hab mit Geld rum. Kann niemand vergessen. Okay, da müssen wir mal besuchen gehen, ne? Also Uschi kriegt eine Bestrafung, oder wie? Also wir gehen jetzt einfach davon aus, dass Uschi... Nee, sie darf ja... Es muss ja vor Ariel spielen, weil Ariel ist ja... in Ariel ist Uschi ja gestorben. Ups, Spoiler. Ja, aber Entschuldigung, das habt ihr alle gewusst. Die ist ja gestorben. Das... Ach, guck an. Das ist ausbuddeln, ne? Ja. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ja, wir müssen diese flachen Dinger suchen. Okay, ja gut, ich wusste nicht, wonach ich suche, deswegen war ich ein bisschen irritiert, aber jetzt weiß ich es. Jetzt halte ich ein bisschen danach Ausschau. Genau, es muss vor Ariel spielen. Und wie kommt Uschi und Stitch in Verbindung miteinander? Vielleicht als Stitch versucht hat, wieder zu seiner Heimat zu kommen. Da war ich ja gerade schon unten drin. Als Stitch versucht hat, in seine Heimat zu kommen, ist er irgendwie unten im Wasser gelandet oder so. Ne? Oder parallel. Und der Film endet vor dem Ende von Ariel. Ja, aber das würde ja zu viele Kontroversen geben, was die ganze Storyline angeht von Ariel. Oder wenn es parallel läuft voneinander. Das wäre, glaube ich, ein bisschen komisch. Nee, das muss schon davor spielen. Keine Ahnung. Vielleicht hat Uschi versucht, einen Plan zu entwickeln, wieder ins Königreich zu kommen, um halt eben Triton zu stürzen. Und
da hat sie zuerst was anderes versucht, als bevor Ariel halt eben da war, beziehungsweise sie kann ja auch da gewesen sein, aber bevor Ariel halt eben für sie Dreh- und Angelpunkt gewesen ist, um den Plan zu verwirklichen, so an Tritons Treibsack zu kommen. Genau, also das heißt, Uschi sucht sich ein Alien, um was zu tun. Sie möchte Triton ins Weltall verbannen. Oder so. Oder was ganz Abstruses. Das ist ja ein Toffee-Disney-Film. Da kann ruhig was Abstruses sein. Keine Ahnung. Also Uschi hat gehört, da gibt es eine Analsonde, die sie Triton verpassen könnte. Und dann hat sie gedacht, oh komm, das wäre doch was. Davon erholt er sich nicht so schnell.